Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Enshrouded. So, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir sind ja jetzt hier und haben schon mal Stoff hergestellt. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen gewartet und ich habe auch schon ein paar Leinen hier in Auftrag gegeben. Mein Flachsfeld bringt mir halt immer genug ein. Gerade was die Leinen angeht. Und ich habe jetzt den Server einmal neu gestartet. Und dementsprechend würde ich jetzt gerne ein klein wenig Rundreise machen. Bedeutet, wir brauchen einmal noch ein bisschen Eisen. Unser Eisenvorkommen reicht nicht. Und ich würde das jetzt Ganze mal verbinden mit einmal Rundreise und auch nochmal gegen Ende nochmal gucken, ob wir den Hammer nicht vielleicht doch in einer höheren Qualität kriegen als nur gewöhnlich. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. In der Richtung runter. Nicht ganz mehr in der Richtung runter. So, das heißt, wir fliegen jetzt quasi ein paar Kisten an. Oldschool-Kisten und Co. Nimm die jetzt halt auf dem Weg jetzt einfach mal eiskalt mit. Mal sehen, ob es passt oder nicht passt. Ich denke mal, wir können jetzt hier sowieso eigentlich ordentlich durch die Gegend fliegen. Das sollte eigentlich auch ganz gut passen. Da vorne ist ja die Kiste, die runtergefallen ist. Die war okay, ist jetzt nicht so mega krass. Aber wir werden noch die eine oder andere bessere Kiste uns jetzt nochmal mitnehmen. Von der Bewaffnung her sollten wir das hinkriegen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein bisschen geileren Stuff raus. Nochmal ein bisschen was, was man sagt so, jo, das passt richtig gut. So, erste Kiste haben wir hier. Nehmen wir gleich mit. Wir haben einen Level 20 Kurzbogen. Okay, gut, nehmen wir mit. Den habe ich noch gar nicht. Dementsprechend, jetzt müssen wir gucken. Jetzt gehen wir hier quasi. Habe ich den Marker entfernt? Ich Blödmann. Marker erstellen. So. Kann ich mir das nicht als Wegpunkt setzen? Wäre doch dann ein bisschen einfacher und so. So, mal gucken, ob wir da nochmal ein bisschen hinfliegen können. Oh, hier fliegen ist da nicht drin. Bei dem müsste ich sowieso mal essen und trinken. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So. Denn ich möchte mir gerne wenigstens einmal eine Eisenrüstung nochmal herstellen. Dann wird der Rest nochmal ein bisschen einfacher. Ein bisschen mehr Schadensresistenz und Co. Sollte also passen. Die anderen Vorteile, ja, müssen wir mal gucken. Sind okay, sind aber auch nicht OP. Also schauen wir mal. So, und hier hatten wir ja jeweils immer oben eine und unten eine. Und dementsprechend, ja, gucken wir mal. Oh, mal gut, dass ich da nur drüber geflogen bin. Jetzt wird es auch noch duster hier. Standort unten. Habe ich das wirklich unten markiert? Glaube ich eher nicht so. Muss ja mal selber gucken. Waren ja hier ein paar Gegner da. Die sollten wir aber eigentlich wegkriegen. Die waren ja noch nicht so hoch. Sehr interessant. Kaum drehe ich dir den Rücken zu, du kleiner Mulch, du. Kaum drehe ich ihm den Rücken zu. Du kleiner Mulch, du. Also, merke, den Dudes nicht den Rücken zu drehen, auch wenn sie so tun, als wenn sie freundlich sind. Sind sie nämlich nicht. So, hier haben wir jetzt einmal einen leuchtenden Zauberstab in Episch. Ja, gut. Das sind ja jetzt hier eigentlich auch eher so die Bonus-Dinger hier. Hier haben wir dann halt nochmal Dunkelmonarchen-Handschuhe. Einen, den wir runterjagen hier. Jawollo. So, dann müssen wir jetzt einmal hier rüber. Denn hier drüben haben wir ja noch mehr. Viel Spaß da unten. So.
Ja, Mubari. Ich glaube, ich habe jetzt genug Zeit, um hier schnell reinzugucken. Eine Eisklinge 23. Eisklinge hört sich auch schon mal ganz cool an. So, erstmal einen weg hier. Kollege, dir traue ich sowieso keinen Meter in der Technik hier. So, dann können wir das hier nochmal Gaudi mitnehmen. Und hier nochmal reingucken. Und hier haben wir Dunkelmonarchenhose. Hm, ja, ich glaube, die Dunkelmonarchen könnte mir auch eher gefallen, oder? So, jetzt muss ich mal gucken. Da ist das nächste, das heißt Marker als Wegpunkt. Gucken wir mal, dass wir hier schnell durchlaufen. Die lasse ich jetzt mal alle da soweit stehen. Scheint mich nicht dafür zu interessieren. Richtig. Komme ich hier noch drauf? Wunderbar. So, da unten haben wir jetzt das nächste. Da muss ich jetzt aber ein bisschen vorsichtiger agieren. Jetzt wird es auch natürlich noch Nacht. Wäre super. Ach, guck mal, hier haben wir sogar mitten im Miasma. Ja gut, denn Wurzel müsste jetzt eigentlich auch wieder da sein, ne? Mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Na, ich stand dort unten. War der nicht weiter oben? Ich weiß, dass wir hier noch einen Boss hatten. Na, jetzt rutsche ich hier ganz runter. Ich sehe jetzt die Wurzel langsam, ja. So. Gut. Ich mache mal auch nochmal weg. Schärftes Breitschwert. Hm, dip, 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 dips. Haben sie mich alle vier getroffen. Na. Ja. Das klappt so nicht. Nein, du kannst dich richtig schmeißen. Dann teleportierst du dich also. Aha. Du bist nahkampfanfällig. Wow. Okay, Wildholz-Kurzbogen mit Stufe 23. Nehmen wir natürlich auch dankend an. Die beiden hauen wir mal weg. Das heißt, der Dude ist nahkampflastig. Und ich bin Nahkämpfer und hab's ihn die ganze Zeit im Fernkampf versucht zu besiegen. Hat mich das nochmal erwischt. Na gut, dann gibt's halt einmal nochmal einen Verband. Aber hier müsste doch noch mehr sein. So. Ich möchte dein Schild haben, Kollege. Gib es her. Los. Her damit. Ich möchte auch so ein schönes Turmschild haben. Jetzt.
sollte eigentlich reichen. Können wir mal kurz die Wurzel abnehmen? Die hatten wir ja schon. Wunderbar. Jetzt kriegen wir hier auch wieder frische Luft. Okay, da hinten hängen sie wieder im Boden fest. Mhm. Nicht das, was ich suche. Jetzt gucke ich mal, dass ich den da hinten treffe. Jawohl. Dann hole ich ihn mir mal her. Das überprüfen wir jetzt nochmal mit dem Nahkampf. Wo ist er? Also ich höre ihn rumspuken. Da ist er. Okay, er ist nicht niedrig genug. Gut, jetzt hat er sich verpieselt. Er kann nicht richtig schmeißen. Gut, das, dagegen kann ich halt auch nichts blocken, aber so ist er ja mal mega easy. Keule des Trotz. So, und die anderen beiden hier, die sollten jetzt eigentlich eher problemlos klappen. So, machen wir erstmal den weg. Hey, yo. Wer prügelt länger, wa? Ich hau so lange drauf, bis du keinen Bock mehr hast. So. Gut, und hier gucken wir jetzt nochmal rein. Und hier haben wir jetzt die Falkenstiefel. Ach, schade, nicht erhalten. Gut. Aber das, weswegen wir eigentlich hier sind, das haben wir ja hier drüben. Und ich habe die Banshee jetzt gerade überflogen. Hat die mich gesehen? Ja, hat sie. Nerviges kleines Mistvieh. Gut. Du auch nochmal? Kein Problem, klopp ich dich auch. So, jetzt nehmen wir das hier mal kurz weg. Und jetzt könnten wir eigentlich hier schon Eisen sammeln. Hauptsache, ich hätte da beinahe nochmal drauf geschlagen. Gut. So, jetzt können wir uns nochmal Eisen holen. Deswegen sind wir eigentlich hier. Haben wir jetzt nochmal so eine kleine Runde gemacht. Denn ich brauche ja noch ein bisschen Eisen, um mir neue Rüstung herzuzaubern. Da sind die so einfach im Nahkampf zu machen. Na gut, man testet halt viel rum, ne? Aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass er dann so simpel wird, dass er seine Dolche nicht mehr schmeißen kann. Da trifft dich ja nur noch die Magie. Die Dolche sind ja auch noch nicht mal wirklich das Problem. Die tanke ich ja aus. Erstmal verarzten und dann weitermachen, wa? So. Goodie. Gucken wir mal, dass wir hier noch mehr Eisen jetzt rausholen. Also wir brauchen jetzt insgesamt, was habe ich gesagt? Ich glaube 14 Eisen für eine komplette Rüstung. Das sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Für vielleicht nochmal Eventualitäten nehmen wir jetzt halt natürlich hier den so lange mit, bis die Eisenspitzhacke sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und Turm und Wächter gehen an. Leute, hier ist noch irgendwo was. Nicht weiter schlimm. Ah, mal gucken. Was ich mir denn sonst noch aus Eisen? Wir könnten aus Eisen nochmal ein Schild machen. Stimmt. Auch da hätten wir noch mal ein paar Sachen da.
Der Wächter jetzt angegangen ist. Aber wir haben wenigstens so Dunkelmonarchenhose haben wir schon mal wenigstens gekriegt und eine Dunkelmonarchenhandschuhe. Unbewaffneter Nahkampfschaden. Schaden gegen Nahkampfgegner. Unbewaffnet? Okay. Soll ich sie mit der Faust prügeln, ja? Wobei, gibt es eigentlich unbewaffnete Waffen, die als unbewaffnet zählen? Oder ist das jetzt wirklich nur Faust und mein Scherz ist wahr? Das wäre ja dann auch noch ein bisschen doof. Ja, ich will immer auf die 1 gehen, aber die ist ja noch nicht da. Da muss ich immer wechseln. Jetzt komm her hier. Mistvieh. Dann schieße ich dich halt tot. Was willst du machen? Anzeige kannst du nicht mehr schreiben. So. Gut, dann einmal hier alles komplett klitzeklein machen. Die Hälfte haben wir jetzt schon weggekloppt. Von der Spitzhacke. Da muss es halt nur nochmal geschmolzen werden, aber auch das ist nicht das Problem. Ich versuche hier halt momentan lieber ein bisschen mehr Erz noch zu kriegen. Aber man merkt, das Eisen ist schon ein bisschen störrisch hier rauszuprügeln. Ich finde jetzt mit der Eisenhacke jetzt keine Verbesserung im Gegensatz zur Bronze. Es ist okay, ja. Also da hat man eher bei Schwefel oder Lapis hat man das eher gemerkt. Oder halt auch bei Kupfer und Zinn. Da hast du wirklich einen Unterschied gespürt. Hier ist es eher so, weiß ich nicht. Klar, es muss mehr Schaden machen, weil da machen wir ja auch mehr Schaden. Aber fühlt sich jetzt nicht deutlich geiler an, das Eisen rauszukloppen. Gut. Ist ja, denke ich mal, auch Endgame-Ressource. Wir sind ja hier schon am Rand der Karte und so. Also derzeit noch Endgame-Ressource. Wer weiß, was noch alles kommt. So ein schönes Stahlschwert kann ich mir auch vorstellen. Stahl wäre ja jetzt nach Eisen eigentlich die nächste logische Ressource, die kommen könnte. Sei denn, sie wollen mit Eisen aufhören. Aber ich glaube mal so Level 30 oder sowas in der Richtung, vielleicht sogar noch Level 50 erreichbar, wäre schon ganz cool. Wäre schon mega cool. So, Spitzhacke hat nicht mehr viel. Jetzt nehmen wir uns nochmal so ein bisschen mit hier. Ich glaube, Eisen ist nichts mehr drin, wa? Hab das Eisen hier leer genuggelt. So. Hacke, 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 Hacke. Da hinten ist nochmal. Aber da wollten wir auch nichts geben. Wie viel Eisen haben wir jetzt schon? 15 plus 50. Da hinten sieht nochmal so aus, als wenn hier noch so ein, zwei Dinger mit drin sind. Mit ein bisschen Glück. Nee, leider nicht. Leider nicht. Na gut, ja komm, ich hau jetzt hier nochmal den Rest raus. Die zwei, drei Schläge da, das macht doch jetzt den Kohl nicht mehr fett. Na gut, hier unten hätten wir halt nochmal, ne, Amseln. Hier gibt es ja dann nochmal was, die größte Beute. Mhm. Jetzt würde ich aber sagen, komm, wir gehen erstmal als allererstes, machen wir mal blups, 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 blups. Wir gehen nach Hause, wir schmelzen das Eisen. Bevor wir uns jetzt weiter ins nächste Abenteuer stürzen und das nächste auf meiner Liste machen. Dann kann das ja schon mal ein bisschen schmelzen. Hier jetzt Eisen drin, ja. Okay, ich habe nicht mehr genug Kohle, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich mache eigentlich hier immer mal ein bisschen Kohle immerhin. An der Kohle kann es nicht liegen. So. Ja komm, können wir noch einmal Kohle abholen und noch einmal mit reinschmeißen hier. Schmelzen muss ja sein.
Fünf Eisen bleiben mir übrig, ist okay. Ist okay. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt einen Wildnis-Kurzbogen. Da müssen wir mal gucken. Unserer ist ja jetzt 21. Wir hätten jetzt hiermit somit Wildholz und Wildholz. Wir haben zweimal denselben gekriegt. Einmal ein Level 20 und einmal ein Level 23. Okay. So, das hier kann zerlegt werden. Das hier definitiv auch. Schade. Bei dem bin ich mir nur unsicher. Was hat er? Feuermagie-Schaden, Eisrüstung, Feuermagie-Schaden und Miasma-Rüstung. Aber dieser Bogen könnte hier ein bisschen besser werden. Ist vom Schadenspotenzial, denke ich mal, höher. Hat aber auch Miasma-Magie-Schaden drauf. Stichschaden, präzise, Chance auf Crit-Treffer. Und wir rauben Mana. Gut, Mana-Raub ist jetzt nicht so das, was ich gerne so feiere. Hier haben wir noch eine Eisklinge, Eismagie-Schaden und Schnittschaden. Doppelt präzise. Ich glaube aber nicht, dass du gegen die Nova ankommst. Aber sie sieht so eigentlich sehr cool aus. Na gut, gehen wir erstmal hier ein bisschen Zeug nochmal schnell weglegen. Das Eisen muss sowieso noch ein bisschen verarbeiten. Und ich kann mir auch nochmal neue Pfeile holen. Weil wir haben ja jetzt hier Stoff drin. Stoff wollen wir eigentlich gar nicht hier haben. Fossilen Knochenpfeil. Was können wir mal verschießen noch extra? Kupferpfeile können wir bestimmt nochmal was rausdrehen oder so. Feuersteinpfeil konnte man verarbeiten. Können wir nochmal die Knochenpfeile mit reinnehmen. So. Gut, dann das einmal da rein. Dann gucke ich jetzt hier nochmal nach, ja, Falken. Es fehlt halt nur noch von dem Falkenzeug die Helm. Leider. Das heißt, den kann ich eigentlich auch komplett einmal löschen. Weil haben wir schon einmal drinne. Hier hatte ich jetzt nochmal die Dunkelmonarchen-Brustplatte. Jetzt haben wir hier Dunkelmonarchen-Hose und Dunkelmonarchen-Handschuhe. Also auch schon wieder drei mehr. Auch okay. Waffen lege ich jetzt auch nochmal mit ab hier. Einmal das da rein. Und einmal das hier rein. Dann nochmal sortieren. Wir haben jetzt noch ein bisschen Kohle und Co. So, einmal kurz hier rein. Ja, Kohle ist schon nicht mehr drin. Metallschrott habe ich woanders reingepackt. Das bisschen Holz. Das bisschen Zeug hier. Und das passt auch schon gar nicht mehr rein. Warte mal, nehme ich mal hier das Tierfell schon mal raus. Damit der Rest reinpasst. Ja, ich muss langsam hier schon ein bisschen die Items für einzelne Kisten setzen. So, wir haben nämlich hier den Metallschrott drin, weil der sammelt sich immer mehr an. Hier ist noch extra Stoff. Hier hatte ich nämlich Tierfell reingeschmissen. So, siehst du, wir haben ja noch Münzen und den Kopf. So, Münzen und den Kopf. Wunderbar. Habe ich noch ein bisschen Stoff und Co. Steinchen. Und nochmal ein paar Beinchen. So, einmal kurz wieder alles aufwerten. Passt. Dann würde ich sagen, ja gut, Eisen dauert jetzt eine Weile, bis es durchgeschmolzen ist. Ich glaube, es waren immer 15 Minuten, ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. 15 Minuten, bis wir das haben. Na gut, sind nur noch 5 Minuten. Wir können ja jetzt trotzdem mal schon mal ein bisschen Polsterung und so weiter machen. Das heißt, ich hole mir jetzt hier mal kurz den Stoff ab, den wir hergestellt haben. Ich hole mir hier jetzt mal die Leinen raus. Mal sehen, ob das reicht, was ich jetzt hergestellt hatte. Und dann können wir hier schon mal die Polsterung anfertigen. So, machen wir volle Polsterung durch hier. Und dann gucken wir mal, dass wir hier schon mal so nach und nach das Ganze jetzt ersetzen. So, hierfür brauchen wir Kohle, Polsterung und einmal Eisen. Aber ich glaube, ich würde erstmal das Schild nehmen. So, wir haben zwei verschiedene Schilde. Normalerweise ist das hier natürlich besser. Es sieht auch geil aus, aber das hier sieht geiler aus. Es ist beides Level 23. Ich würde lieber das hier herstellen, anstatt das hier. Bin ich ehrlich. Kostet 4 Eisenbahnen. Hat eine kleinere Parierkraft, ja. Aber es sieht halt geiler aus. Deswegen nehme ich jetzt das Schurkenschild.
Und rüste mir auch das Schurkenschild schon mal aus. Wir haben jetzt hier eine Parierkraft von 56. Sind wir definitiv ein bisschen dicker. So. Und es sieht halt auch stylisch aus. Also. Ja, ich weiß nicht, ich mag dieses Schilddesign. Das sieht wirklich sehr böse aus. Ich hätte aber auch gerne so ein Turmschild. Hätte ich auch gerne. Aber naja, gut. Bei den Magieschilden müsste man auch mal gucken. Irgendwie fehlt mir hier das Legendäre. Aber mal gucken, ob es vielleicht noch eins gibt. Wir haben ja hier noch nicht alles wirklich durch. Aber das ist schon mal ein cooles Schild. Das hier sieht eigentlich auch ganz cool aus, ist aber halt auch an und für sich dasselbe. Sieht halt nur von der Form her ein bisschen anders aus. Aber ich mag das Schurkenschild. Deswegen, ja, wir nehmen die Werte Verlust in Kauf. Hauptsache, wir sehen hübsch aus. So. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Hier haben wir jetzt den Soldatenhelm. Also, wie gesagt, ich würde gerne eher lieber auf die Soldatensachen erstmal gehen. Weil die kommen, denke ich mal, ein bisschen besser. Das heißt, wir können auch die Handschuhe machen und die Schuhe. Das heißt, es fehlt eine Hose und. Co. Gut, wir können ja hier schon mal ausrüsten. Ausrüsten und ausrüsten. Ja, das passt doch langsam hier. Auch so mit dem Schwert hier. Das sieht doch langsam ein Ritter aus. Gut, packe ich jetzt schon mal die restlichen Sachen hier schon mal nach unten. Falsche Kiste. Denn hier kommt jetzt Stufe 18, das ist eigentlich Stufe 23. Na gut, dann rutschst du noch mal ein weiter rüber. So. Das Flammenschild, das kommt dann hier unten noch mal mit rein. Und jetzt haben wir auch nur noch eine Polsterung, ne? Muss ich noch eine machen? War das zu wenig? Moment. Uns fehlt jetzt noch die Hose. Braucht vier Polsterungen. Oh, ich habe zu wenig Polsterung mit eingeplant. Es fehlt nicht nur Eisen, es fehlt auch das andere. Ich habe zu wenig Polsterung mit eingeplant. Das heißt, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr an Stoff. Ja, machen wir noch mal 10, machen wir noch mal 20, machen wir 30. Leinen kriege ich ja auf jeden Fall noch mal hin. Das sollte dann aber definitiv ausreichend sein. Leinen sollte nicht das Problem sein hier. Ja, bei der Rüstung brauchen wir dann doch ein bisschen länger, mal zum Herstellen. Gut, Palzung. Es fehlt halt eigentlich nur noch Stoff. Leder haben wir noch da, Leinen haben wir noch da. Es fehlt halt, wie gesagt, nur der Stoff. Der Stoff, aus dem Träume bestehen. Gut. Naja, schade. Ich dachte, es fehlt jetzt nur noch Eisen. Ich habe genug. Aber ich habe mir das nicht errechnet. Das hier wäre nämlich jetzt gleich fertig. Dann hätten wir nämlich schon mal das restliche Eisen. So viel Eisen brauchen wir ja nicht. Brauchen wir halt wirklich nur die Polsterung. Weil Lapis Lazuli haben wir noch. Hier die 5 Eisen, die kommen noch. Und hier die 4 Eisen kommen auch noch. Kohle haben wir eigentlich auch noch da. Das habe ich bloß nicht wieder reingepackt unten. Wird ja hier immer alles schön artig gemacht. Machen wir unten nochmal 2 Stücke Kohle rein. Dann bin ich da auf der sicheren Seite. Gut, dann würde ich sagen, dann warte ich jetzt hier nochmal ein bisschen ab. Machen wir aber in der Zeit schon mal einen klitzekleinen Cut. Dann wird das jetzt leider nichts mit oben hoch. Dann brauchen wir da oben mal mit der neuen Rüstung hin. Jetzt bin ich hype drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.